Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 Live-Projekt zusammen mit dem McManus und Tim King Biceps. Das letzte Mal hörte das. So, ja. Nein, im Stream nochmal. Der Drescher bitte sofort runterfahren. Der ist zu schwach. Das haben die echt gefixt. Ich lasse das Schneidwerk hier. Der andere Drescher steht schon unten ready. Ready for the stadium. So, scheiß die Wand an, Alter. Haben die jetzt mal beide alle Beine gepresst hier? Oh, warte mal. Die pressen gar nicht mehr Ballen, glaube ich. Tag! Hallo. Alle Beine gepresst? Ja. Können wir jetzt ein bisschen umwickeln hier? Ist schon, ich sehe hier in der Liste, dass die schon auf dem Weg sind, die Jungs. Mit dem Wickeler? Ja. Ah, hier, Philipp und Mika? Richtig. Ah. Können Sie nicht noch einen dritten Wickler schicken? Wollen Sie jetzt auf die letzten paar Meter Ihnen irgendwie unfaires Verhalten vorwerfen lassen, wenn das rauskommt? Ich will ja so oder so. Wir sind Team Taschentuch, wir sind Team... wir sind Team Benachteiligung, wir sind Team, ach was weiß ich, wissen Sie, wir haben so viele Kosenamen, da kommt das auch nicht mehr, das Krautfett. Wollen Sie die Ballen gerade bezahlen? Ich sehe gerade den Preis. Oder wollen Sie das mit dem Beginn zusammen machen? Machen Sie es einfach. 12.400. Wie viele Beine waren das? 183. Oh, warte mal, er berichtigt gerade. Entschuldigung. Ich sehe das hier in der Live-Dings, er berichtigt gerade irgendwas. Ne, 187 Ballen waren es von Philipp und 127 Ballen waren es von Mika. Und das kostet insgesamt. Ja. Wie viel? 12.500. Haben Sie denn entschieden, ob 4 oder 5 oder? Oh, geht es raus. 12.500. Ist angekommen, Michael? Ja. Gut, dann mache ich das als bezahlt raus. Danke, das ist so nett von Ihnen. Gerne. Also so mit dem dritten Wickler geht ja gar nichts. Wissen Sie, soll ich Ihnen mal was sagen? Die anderen, Die haben jetzt sogar noch ein Feld bekommen, ohne das mit uns abzusprechen. Haben die einfach ein Feld gekauft. Wir haben immer alles abgesprochen. Wollt ihr das Feld? Nein. Wollt ihr das Feld? Nein. Ewig rumdiskutiert, Bürgermeister gefragt. So, und die, Team Gut Bier, hat jetzt einfach noch ein Feld bekommen. Verstehen Sie? Keine Sau wurde gefragt. Ja. Und alles. Da wollen wir jetzt auch einfach mal einen Vorteil haben. Ich frage mal nach, ob wir noch Maschinen rumstehen haben. Ja, das Arbeiter. Ist nett von Ihnen, danke. Und wenn, dann sehen Sie es ja auf dem Feld. Wenn niemand kommt, dann hatten wir es nicht, ja? Ja. Oh. Herr Hirschfeld? Ja? Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Nur ein wenig. Es ist tatsächlich eine prekäre Situation. Das Problem ist, dass das Verhalten des Herrn Sachsen-Let's Player sowas von unangemessen ist, dass man da einfach nicht mehr drüber hinwegsehen kann, ne? Ja, sagen wir mal so, zu mir ist er mal nett. Ja, na klar, der will ja auch was von Ihnen. Ne? Wenn ich was von Ihnen wollte, wäre ich auch nett. Wegen will ich ja immer nett. Weil Sie nichts von mir wollen, deswegen sind Sie unverschämt, ja. Aber wenn ich nichts von Ihnen will, bin ich auch nett. Das ist der Unterschied. Bin immer nett. Ja. Fast immer. Ja, ja. Lassen wir das einfach mal so. Ja, gibt's ja was jetzt? Wozu? Ihren Keks dafür, dass Sie gesagt haben, Sie wären nett zu mir? Nee, mit dem Feld. Ach so. Wir müssen nochmal mit dem reden. Herr Hirschfeld. Ja. Hier spielt einer mit einem Lamborghini Grasballenfußball auf unserem Grundstück. Mhm. Ich glaube, da sollten Sie sich mal drum kümmern. Darf ich schießen? Ist Ihr Grundstück. Okay. Sein Glau gewesen. Danke. So. Hallo. Mahlzeit. Ja, könnt ihr mal ganz kurz anhalten hier? Nö. Könnt ihr mal... Lol, drüber gehüpft. Drüber gehüpft, ja klar, Rambo. Wir haben, glaube ich, noch eine Überraschung, glaube ich, für diese Folge. Ja, die habe ich sogar schon. Ach, die haben sie schon. Ja, ich glaube, die steht neben mir. Die Überraschung. Aber wissen Sie was? Das ist eine schöne Frau, die hier in der Dorfgemeinschaft einzieht.
Sie könnten mal wenigstens als kleine Wiedergutmachung für ihre ganzen Gesetzesbrüche könnten Sie mich ja wenigstens mal fahren lassen. Also, die können Sie sich auch selber leasen. Aber ich kann Sie auch mal fahren lassen. Das wäre natürlich. Warten Sie? Oder muss ich Ihnen da erst einen Status geben? Achso, ja, das wäre nicht schlecht. Das wäre optimal. Ja, dann warten Sie. Haben wir ein bisschen. Geht der so richtig ab? Ja, sagte. Also wirklich sagte. Also, wirklich, ja, also am besten mit Tempo mal. Also fragen Sie sich jetzt, was ist. Wir werden es gleich sehen. Ich verkaufe den Bums jetzt hier, ne? Handy? Verkaufen Sie den Bums, ja. Guck mal, Lenko Mio, der geht aber wirklich gut voran, oder? Der geht gut voran, ja. Endgeschwindigkeit 93, ja. Aber das sollten Sie am besten nicht fahren. Wie viel? Die einen investieren 93. Ihr Geld sinnvoll und die anderen haben halt auch Spaß. Was kostet denn das gute Stück? Das können Sie sich im Felsbrunner VIP-Leasing für 36 Euro am Tag leasen. Ach, Tatsache. Ach, du liebe Zeit, was ist denn das? Ja, das sind Spur. Hallo. Das sind 360. Vorsicht, Daisy, ich bin hier. Wow. Uiuiuiui. Vorsicht, im Gras gelandet. Hab ich ja Glück. Moment, da muss ich mal kurz beim anderen Team angeben gehen. Jo. Ja, machen Sie das mal. Ja. Lassen Sie den Motor extra aufholen. Mach ich. Ich hab ja gehört, ne, von verlässlichen Quellen, dass Sie richtig aufgerüstet haben technisch. Ja. Weiß ich nicht, drei Ballenwickler oder sowas? Die sind vom LU, die sind nicht unsere. Ah, die sind vom LU. Herr Manus? Hallo. Herr Manus, was haben Sie denn da für eine Karre? Ja, Sie haben da gerade gesagt, wir haben technisch aufgerüstet. Ja. Fahren Sie mal zurück, weil der möchte hier vernünftig arbeiten. Ja, Moment. Ja, okay. Technisch aufgerüstet? Ja. Was haben Sie? Da können Sie sich nur einen Fendt gekauft haben. Okay. Auch? Moment, wo ist denn Ihr Kollege? Wer denn? Der Sie? Ich bin an der BGA, ich bin gerade Ballen abladen. Ach so, ja. Komm, setz dich ruhig mal rein hier. Wenn Sie möchten. Darf ich? Okay. Ja. Haben Sie sich was gegönnt? Also, geht gar nicht. Ja. Was denn? Wir haben uns schon mal die Krone aufgesetzt für den König von Felsbrunn. Ah. Das Fahrzeug, okay. Mit dem wir dann vorfahren. Und was bekommt der König? Ein Golf? Nee. Nee. Kurze Frage, sind hinten noch zwei Plätze für uns frei? Da können Sie uns fahren. Also hinten ist ganz schlecht bei dem Modell. Der ist der Motor. Okay, dann ist es das Modell, was ich glaube. So was Ferrari Lamborghini-mäßiges? Ist ein Lamborghini, glaube ich. Oh, schönes Ding. Ja, den habe ich gerade geklaut bei dem anderen. Ehrlich? Ja. Warum haben die so ein Fahrzeug? Weiß ich nicht, aber deswegen habe ich gedacht, ich nehme den mal. Der hat mir super gut gefallen. Wie können die sich den denn überhaupt leisten, frage ich mich gerade. Der kostet nur 36 angeblich. Wow. Aber die kriegen ja auch Felder einfach geschenkt. Ja, eben. Ist auch egal, ne? Naja. Was mich mal gerade interessieren würde, so, haben Sie eigentlich schon Ihre Schulden beglichen? Ja. Ui! Sie wissen schon, dass das Fahrzeug vom Bürgermeister ist. Ich wollte, aber hinterm Hügel konnte ich jetzt wirklich nicht sehen. Oh, der ist ein schickes Teil. Verdammt, aber der ist auch sehr, 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 ich lasse ihn am besten nicht stehen. Der ist ganz schön tief, ja. Darf ich mal ganz kurz was testen? Ja, ist immer. Kann man da einsteigen? Nee, leider nicht. Okay, ist nicht so schlimm. Sie können ja mal was versuchen, ne? Wir haben ja hier oben ein bisschen abgeforstet. Ja. Vielleicht nehmen Sie das mal als Sprungschanze und gucken mal, ob Sie bis zum Meer kommen. Wo? Ja, da hoch? Einfach mal da hoch oder ein bisschen Schwung nehmen. Oh, das war ein Vogel. Und dann einfach mal gucken, wie weit der Ding... Ja, also springen kann er. Springen kann er, soll ich schon... Oh, mehrere Überschläge. Das ist nicht gut. Pullern kann er auch auf alle Fälle. Gut, ich würde ihn dann mal hier lassen, ja? Ja, das ist super. Okay. Warum lassen Sie den jetzt hier? Weil er kaputt ist. Ja, dann mit einer Gabel dran, kein Problem. Gut, schönen Tag noch. Dann gehen wir wieder, danke. Jo, tschüss. So. Der Randy hat sich den Lambo am Händler gekauft, fährt 2 Meter und wäre weiter damit in den Teich gefahren. Aber das ist auch so ein Ding, am Händler gekauft, aber nicht über den Händler wetten. Das weiß ich nicht. Haust du bitte den Helfer rein? Hab ich. Gut. Lass mal beiden sammeln. Jo. Die wickeln hier schon ganz gut, die Jungs. Also muss man den LKW unten nehmen. Ja, ich versuche gerade. Sogar ein Deutschgrün. Versuche gerade rein zu switchen. So, meine Freunde, das ist die letzte Folge. Die allerletzte Folge. Vor dem Livestream. Aber wir werden im Livestream, das können wir euch schon mal verraten, morgen 20 Uhr. Einmal auf Twitch, McManus und Freezy natürlich. Die anderen sind auch live, weiß ich jetzt aber gar nicht genau wo, müsst ihr mal schauen. Und
Ja, werden wir morgen Abend streamen. 20 Uhr geht's los. Wir werden noch eine Stunde arbeiten ungefähr. So ein, ja, dreiviertel Stündchen, Stündchen. Und dann werden wir noch eine Challenge machen, meine Lieben. Es wird noch eine Challenge geben. Und dann wird der König von Felsbrunn gekürt. Also es ist noch alles offen. Wir schauen einfach mal. Sind alle gut dabei. Und ja, die Pferde sind ja auch noch aus. Ne? Das ist ja das Problem, was noch dazu kommt. So. Ach, der andere. Du kannst auch drüben auf dem Feld sammeln. Der Wicke da drüben auf dem anderen Feld. Dann gehe ich da hin. Ja. Oh, jetzt kommt hier wieder meine Fahrschulmusik, ey. Leck mich am Arsch. Hast du eine Musik? Fahrschulmusik, anderes Feld. Hinter dir. Ach, hinter mir. Hinter dir. Bin ich hier vorbeigefahren. Ach, ich geh jetzt nicht hoch. Der Herr Bürgermeister ist gerade oben. Die machen vielleicht wieder illegale Geschäfte. Meinst du? Ja, wir werden schon Kützchen verteilt. Hast du gesehen? Ah, okay, das war wahr. So, wo schaffen wir die Beine jetzt hin? Also, du hast doch vorhin gesagt Scheune, oder? Hm. Ach so, warte mal, ich will von Meluma noch. Ah, da ist auch gerade Dings unten. Ich will von Meluma noch die Kohle für die Beine, dass wir das nicht vergessen. Oder wir schaffen die auch noch runter und sagen einfach, das ist für die nächsten Tage. Könnte man machen. Wo ist denn die scheiß Scheune, Alter? LOL, der Preis bei der Scheune, Alter. Jetzt fast derselbe wie bei Melu. Ja, dann hinter. Die Scheune, die ist gar nicht so weit weg, das passt eigentlich. Stimmt, die war da unten. Gut. Dann auf geht's zur Scheune. Oh. Ich hab eine Idee. Warte mal kurz. Tue ich heute nichts anderes auf bei dir. Was sagst du? Das tue ich heute nichts anderes. Ja, Mann, Entschuldigung. So, jetzt haben wir noch schnell hier die Dinger. Verkaufen wir die noch? Wir müssen auf jeden Fall Geld machen. Die anderen haben noch die Pferde, die werden auch noch abgerechnet. Deswegen. Es muss hier Geld kommen. Ich glaube, wir haben kein Dings. Hier gewinnen. Kein Dings mehr. Wir will das Ding hier gewinnen. Wo ist denn die Scheune? Wie viel Kohle haben die anderen? Na, die Scheune ist da oben, wo du vom Originalhof aus startest, dann noch ein Stück weiter links hoch. Wo Team wir den Polen abgefangen haben. Team Gut Bierhals hat 200.000 und Team Burning Pharma 342.000. Da, Scheune. Wir können doch den ganzen, die ganzen Soja werden noch verkauft und die Ballen. Eigentlich gar nicht so schlecht ausführen. Müssen wir mal schauen, was wir im Livestream dann machen. Ja. Dekadenz, Alter. Na gut, im Livestream haben wir noch voll zu tun, das ist Fakt. Ja, sicher. Ganze Beine noch vom Feld holen, das wird dauern. Kommt nochmal eine dicke Rechnung vom LU wegen Wickeln. Na gut, 40 pro Ballen. Oder 60, ich glaube 60. Also 18.000 oder so kommt nochmal vom LU an Rechnung. Also die Scheune hat einen Mörderpreis, Alter. 338, das ist richtig gut. Fast derselbe Preis wie bei Melu. Geh mal runter zu Melu und sag mal, die sollen ausbezahlen. Ja. Hallo. Hallo. Ja, es wäre schön, wenn wir die Ballen, die wir geliefert haben, noch ausbezahlt kriegen würden.
Könnten Sie das unten bei meinem Big Mac, weil der hat da die Kontrolle, weil die sehe ich von meinem Büro aus nicht, wie viel er schreibt, ja, das auch auf. Hallo. 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 Wieso wurde direkt nach hier unten verwiesen von Ihrer Dispo? Und zwar, Sie hätten, der Herr Big Mac, ist er da? Ja. Ja. Wer ist denn das? Der hier, netter Herr. Sie hätten die Kontrolle über die Ballen. Ja. Ja, wir hätten die gerne noch ausgezahlt. Kriegen wir. Ja, wann denn? Jetzt. Wann denn? Sie haben nur zwei geliefert. Bei Stapel. Ja. Ja, mach mal. Ich überweise ihn jetzt schnell. Okay. Ich warte so lange. Ist schon da? Ich brauche den, brauch den Geruch von frischem Geld. Ich habe den Geruch von frischen Ballen. Mein Kopfkissen, das ist ein bisschen, das ist nicht so ganz blüschig. Ich brauche mal wieder ein paar neue Scheine da drin. 44,8 wären das. 44,8? 44,8 für 2 Pfund. Ich meine 45. Herr Manus, können Sie noch jemanden brauchen beim Ballenwickeln? Oder? Ja. Ja, wir brauchen noch jemand. Es sind dringend sogar. Ballen. Okay, Big Mac, magst du bitte eine ausstellen mit Weiß, oder? Sie haben doch Weiß. 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 Kino? Ja? Ich habe gerade Ballen verkauft und dafür kein Geld gekriegt. Wir haben Geld gekriegt von verkauften Ballen. Wie bitte? Wir haben Geld gekriegt von verkauften Ballen gerade. Genau, Sie haben die Überweisung ist gerade raus, Rein. Nee, warte mal, das müsste der Händler bekommen haben. Weil das denen seine Anhänger sind. Aber es macht nichts. Alles gut, alles gut. Gut, von der BGA, also von uns, vom Lohn, ist das Geld raus. Das hab ich gesehen. Dankeschön, das ist super. Ja, bitteschön. Ja, und wegen noch einem Wickler wäre man sehr, sehr, kommt, sehr, mach mal. Geht super. Auch raus. Dankeschön. So, stellen wir so ein richtiges Teil her. Ach, genau. Du mein Neuer. Ja, genau. So, können Sie mich schieben? Falsch. Können Sie mich schieben? Ich kann nicht schieben. Nicht. Ich habe kein Geld gut geschrieben bekommen. Eine Frage. Ist es auf dem Händlerkonto gelandet? Er sagt nein. Ja, muss er aber, ist er sein Anhänger. Nee, Moment, wer hat die Ballen gepresst? Das LU hat gepresst. Ja, LU hat gepresst mit den LU-Maschinen. Hier ist kein Geld eingegangen. Doch, muss. Ihr habt mit eurem Ballenpressen die Ballen gepresst. Also wir haben keins gekriegt, das ist das Problem. Deswegen es muss einer bekommen haben. Ich kann es leider nicht einsehen von hier. Fragen Sie mal unten nach. Ich habe bei meinen Finanzen keine Einnahmen gekriegt. Wir können es ja ganz einfach machen. Wir fahren doch gleich nochmal hin und verkaufen und dann machen wir mal richtig schön Auge. Und dann muss ja bei irgendjemand was ankommen, oder? Ist das ein Deal? Jo. Wisst ihr? Können wir doch so machen, oder? Gut. Dann könnt ihr kurz schieben? Jo. Danke. So. Schönen guten Tag, die Herren. Och! Ich habe Sie schon erwartet. Ja, das ist aber schön, dass Sie bei uns warten. Huch. Der korrupte Bürgermeister. Jetzt seid ihr, macht da mal nicht gleich wieder so, ey. Und zwar, hatten Sie Spaß mit dem Lamborghini? Habe ich gehört. Der Lamborghini, ja, ich hatte gefragt, dass wenn er schon da auf unserem Grundstück damit rumbrettert und hier Ballenfußball spielt mit unseren Ballen, ob man da wenigstens mal auch mal eine Runde fahren kann. Weil ich bin ja, ich weiß nicht, ob Sie schon mal Lamborghini gefahren sind, aber ich als kleiner Bauer kann mir das nicht leisten, ne? Und zwar liegt mir hier ein Blitzerfoto vor von meiner eingerichteten Blitzanlage, wo Sie mit 290 durchgehämmert sind. Kann ja gar nicht sein. Ja doch, Sie haben ja gerade zugegeben, dass Sie eine Spritztour gemacht haben. Ja, aber der liegt ja auf dem Dach bei den Burning Farmers. Ja gut, mit 290 auf dem Dach liegen ist so nicht möglich, das ist richtig, aber auf dem Weg zu den Burning Farmers. Aber im Endeffekt, die Blitzanlage steht... Ja, eine Frage, hat der Herr eine Sonnenbrille auf? Der Herr? Auf dem Foto? Nee, der duckt sich in den Fußraum, das heißt, der müsste eigentlich wissen, wo der Blitzer steht. Ach, der hat sich weggeduckt? Ja. Da wissen Sie gar nicht, wer gefahren ist quasi. Das ist jetzt auch doof. Naja, laut den Angaben vom Herrn Sachsen waren Sie in einem Zeitraum damit unterwegs. Erzählen Sie ruhig weiter. Okay, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich hatte den auch nur verliehen.
Sie haben den auch noch verliehen. Na ja, also ich habe der Herr Sachsen. An Bob den Bären oder? Nein, an die Burning Farmers. Okay. Eine Sekunde, ich bin sofort für Sie wieder da. Wirklich nur eine ganz kurze. Ja, genau. So, guck mal bitte, ob jetzt gleich Geld kommt. Wir verkaufen Ballen und die kommen nicht auf unserem Konto an. Guck mal bitte, ob gleich Geld kommt. Wir verkaufen jetzt Ballen. Ich kann nicht, du musst runden gucken. Nein, Domme soll gucken. Achso. Nein, ja, Mann. Gucke. Geld gekommen? Gucke. Nichts. Das sag ich doch. Geld geht zu uns. Ja. Ja, sind bei uns ja angekommen. Dann müsste jetzt dreimal insgesamt Geld bei euch angekommen sein. Wir haben drei Ladungen ja verkauft. Das müssten dann 68.000, nee. 60.000 sind das gewesen, Big Mac. 60.000. Also wir können es eigentlich ganz einfach machen. Wir haben einen Preis von 338. Kann mal einer einen Taschenrechner ausholen? Ja. 338. Ne, rechne erstmal anders bitte. Warte mal, 16, 32, 48. 48 mal 4. 48 mal 4. Also mal 48, 4. 48 Ballen mal, also 4.000, ne? Mal 4, hast du wie viel? 192.000. Geteilt durch 380. Sind wir nee. Bei 48 mal 4 sollst du rechnen. Ja. 192. Mal 338. Mal 338. Das ist ja schon die 1000 Einheit. Sinn? Bei 70.000. Ja, dann ist das ja unser Ballenpreis. Kriegen bitte sie noch schnell überweisen, der Tag ist zu Ende. Dankeschön, schönen Tag euch noch. So, der Tag ist leider zu Ende. Was machen wir jetzt mit dem Blitzerfoto? Wir stehen das definitiv 10.000 Euro Strafe und 15 Minuten Fahrverbot drauf. Ach ja, Tatsache. Und die hat sich da weggeduckt. Der hat sich weggeduckt, ja. Ich weiß natürlich, ja. Und wann soll das gewesen sein von der Uhrzeit? Das ist jetzt circa 10 Minuten her. Oh, das kann ich, da war er bei mir. Ja. Und an wen haben Sie den Lamborghini dann verliehen? Also, ich habe den von dem Herrn Sachsen erzählt. Der ist ja rumgebrettert wie ein Doofer. Mhm. Ich vermute ja fast, dass der das war. Von der Zeitfolge her sagt er, da hätten Sie schon längst die. Na, längst kann ja gar nicht sein. Gehabt. Aber längst kann ja gar nicht sein. Aber pass auf, also von der. Also, entweder war der das, vermute ich, oder ich hatte den dann an den Boxer von den Burning Farmers verliehen. Also der war total begeistert, weil ich bin zu den Burning Farmers. Ich bin ja nur, pass auf, ich bin von unserem Hof zu den Burning Farmers und die Stelle zeigen sie mir, wo man da 290 fahren kann. Naja, mit das dem ist Auto gar nicht ist das möglich. Ne? Also ich sag mal, die mal ehrlich, die haben 600 PS. Ja, aber trotzdem ist das da gar nicht möglich. Da haben wir keine Gerade, die länger wie 200 Meter ist. Aber das reicht aber für so ein Lamborghini. Und die Blitzanlage, ich sag jetzt mal, wir können das gerne mal die auf die Blitzanlage wahrscheinlich. Nein. Aber aufgestellt. Ich vermute, dass das der Boxer von den Burning Farmers war. Der hatte den zuletzt. Glaube ich auch. Ja. Welchen Weg sind Sie gefahren? Ich bin gefahren bei Feld 11, die Kreuzung da rein. Mhm. Dann bin ich auf dieser Geraden, die dort ist, kam mir noch der Ansgar. Ne, Moment, war das der Ansgar entgegen? Genau, da musste ich noch bremsen, weil der mit dem LKW hier auf mit dem Dings auf meiner Seite gefahren ist, mit dem Traktor. Dann die scharfe Rechtskurve rum. Ja? Okay, durch den Blitzer und dann zum Herrn Boxer, ja. Wo steht der Blitzer? Zwischen Feld 9 und Feld 10. Auf der Geraden? Mhm, da bin ich gar nicht lang gefahren. Haben Sie doch gerade gesagt, durch die Rechtskurve. Nee, ich bin oberhalb vom Feld 17 lang gefahren. Den Feldweg da. Und dann da vorne diese scharfe Rechtskurve. Sie sind mit einem Lamborghini einen Feldweg her. Naja, das ist ja nicht. Feldweg direkt ist das ja nicht. Wissen Sie, was ich meine? Dieser Weg da, diese Abkürzung da. Den da bin ich gefahren. Dann vorne die scharfe Rechtskurve. Und dann gerade hoch. Ich werde auf jeden Fall das Blitzerfoto jetzt nochmal in eine scharf ausdrucken lassen und dann werde ich mal sehen, ob da hinten ein paar blonde Löckchen rausgucken. Ja. Oder auch nicht. Herr Manus. Auf jeden Fall stehen Sie da im dringenden Tatverdacht. Das glaube ich nicht. Doch, glaube ich für Sie mit. Nein. Doch. Das kann ich gar nicht gewesen sein.
Ich würde Ihnen ja gerne sagen, wenn Sie wüssten, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe vor 10 Minuten, aber das glauben Sie mir ja eh nicht. Das ist gut möglich und ich weiß auch nicht, ob mich das unbedingt brennend interessiert, aber... Ich habe mir den Strumpf im LKW drüber gemacht. Ich habe ein Video, wollen Sie sehen? Nein. Ich habe die dumme Angewohnheit, immer ein Video zu machen. Keine Videos mehr. Bitte. Ja, aber im Zweifelsfall müsste ich es Ihnen senden, ne? Das wissen Sie hoffentlich. Ja, im Zweifelsfall, ja. Das wird dann vor Gericht ausgewertet, aber nicht von mir. Gut, alles klar, danke. Dann, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, kann man nicht sagen, wieder, sondern morgen Abend 20 Uhr im Livestream. Denkt bitte alle dran, morgen Abend 20 Uhr im Livestream ist hier die große Abrechnung. Wir werden noch eine Stunde arbeiten. Wir werden eine Challenge noch machen und dann wird abgerechnet und dann steht es endlich fest, dass wir Mahlzeit. Die Könige, ja Moment, sind. Wo streamt ihr? Sagt's noch ganz kurz. Auf YouTube. YouTube. Ansgar auf YouTube, Randy Twitch und YouTube, Werner auf Twitch. Yes. Und Freezy auf Twitch und moi auch auf Twitch. Dann lasst das Däumchen da, wir sind raus. Bis dann, tschüss. Tschüss.